Die Webentwickler den Desktop erobern, finde ich, ist eine sehr gewagte Aussage. Und wir schauen uns das heute mal genauer an, anhand von Electron. Das hier ist Discord auf einem Linux-basierten Betriebssystem. Das kennen wir wahrscheinlich alle, ist Visual Studio Code auf macOS. Und das hier kennen wir ebenso, das ist Microsoft Teams auf Windows 11. Und was alle drei hier gemeinsam haben, ist, sie sind gleichzeitig Webanwendung, aber auch im Desktop verfügbar. Und sie sind auch auf jedem Betriebssystem verfügbar. Microsoft Teams sieht genauso aus auf Windows 11, auf macOS und auf Linux. Das liegt daran, dass sie Electron im Frontend, dass sie Electron benutzen für ihren Desktop-Client. Denn Electron ist plattformunabhängig. Es ist Open Source. Es ist auf GitHub, ist der Code einsehbar und Sie können dort dementsprechend auch sehen, welche Community dahinter ist. Und es gibt immer gelegentlich Updates. Und es hat eine erstklassige Unterstützung für den Store des Betriebssystems. Denn es ist sehr einfach, eine Electron-Anwendung zu bauen und die zu veröffentlichen. Und darüber hinaus gibt Electron sogar ein Modul zur Verfügung, das nennt sich Auto-Updater. Damit kann man sehr einfach und sehr schnell einen Auto-Updater dementsprechend einbauen. Und das Ganze ist für Webentwickler natürlich perfekt, denn wir arbeiten auf unserer Domäne mit HTML, CSS und JavaScript standardmäßig, aber wir können auch React, Webpack, Angular und andere Frameworks mit einbauen. Und das funktioniert nur, weil Electron auf Node.js und Chromium basiert. Node.js für die ganzen serverseitigen Funktionen, um auf native APIs vom Betriebssystem zuzugreifen und Chromium, um das ganze Frontend zu rendern. So können auch vorhandene Webanwendungen sehr einfach auf dem Client mit ein paar kleineren Umbausachen auf dem Desktop gebracht werden. Basierend auf Electron sind aber nicht nur Discord, Microsoft Teams und Visual Studio Code, sondern auch WordPress, Skype, Figma und Postman. Also Electron wird von größeren Tech-Unternehmen sogar auch verwendet. Und wenn wir uns das Prozessmodell anschauen, das kennen wir eigentlich schon. Denn Electron hat sich stark am Chrome-Prozessmodell gehalten. Wir haben einmal den Browser an sich, der Chrome Process Manager, und für jeden einzelnen Tab, der stellt einen Unterprozess dar innerhalb von diesem Chrome Process Manager. Bei Electron sieht das ähnlich aus. Wir haben den Main-Prozess, das ist dann die ganze App, wo Node.js läuft, und wir haben den Renderer-Prozess, was ein Anwendungsfenster ist. Hier in dem Fall hätten wir dann drei Anwendungsfenster, die gerade offen sind. Der Main-Prozess an sich, der erstellt und verwaltet quasi diese Renderer-Prozesse, indem er Anwendungsfenster erstellt, schließt, minimiert, verwaltet. Er ist für den Lebenszyklus verantwortlich. Wenn der Main-Prozess nicht mehr läuft, dann ist auch die App geschlossen. Und aufgrund, weil nur hier Node.js verfügbar ist, können wir auf native APIs zugreifen, um Tray-Icons, Dialoge und Menüs direkt auf dem Betriebssystem anzuzeigen. Dazu kommen wir aber später noch. Der Renderer-Prozess an sich ist sehr simpel. Der zeigt nämlich nur die Webinhalte an und ist da für die Frontend-Logik. Also was passiert, wenn ich auf einen Button klicke? Doch der Renderer-Prozess kann nicht direkt auf den Main-Prozess zugreifen. Damit sie kommunizieren, gibt es einen Zwischenweg. Und das passiert über den Preloader. Der Preloader wird aufgerufen, wenn im Main-Prozess ein Anwendungsfenster erstellt wird. Wir können selbst den Pfad angeben zu dieser Datei und können dann sagen, was passiert werden soll. Und mit dem Modul, das Electron vorgibt, Context Bridge,
können wir damit APIs injecten in das Window-Object von JavaScript, um dementsprechend dann vom Rendererprozess Anfragen aufs Backend, heißt Main-Prozess, zu schicken. Und somit haben wir auch jegliche Sicherheitslücke da abgesichert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Code-Einblicken an. Electron Fiddle ist eine von der Community selbst geschriebene IDE, die ähnelt ein bisschen Visual Studio Code, wie man hier so sehen kann. Allerdings ist das wie so eine Spielwiese für Electron-Projekte. Und dann könnte ich hier auch oben noch sagen, okay, welche Electron-Version ich hier möchte. Oder ich kann, indem ich auf Show Me gehe und Electron-APIs, sehen, welche Module Electron standardmäßig schon zur Verfügung stellt und wie sie benutzt werden. Heißt, alle Beispiele auf der Electron-Doku kann ich hier dementsprechend mir einladen und ausprobieren. So, und hier habe ich mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Wir holen uns App-Modul, Browser-Window und IPC-Main von Electron. App ist das ganz Wichtige, weil App ist quasi unsere Anwendung, die läuft. Und sobald die ready ist, sagen wir, wir erstellen ein neues Window. Create-Window wird somit aufgerufen und wir erstellen ein neues Window. Wir können hier die Width und Height festlegen in Pixel. Und unter Web Preferences können wir dem Preloader sagen, welcher Preloader dementsprechend genommen werden soll. Hier muss allerdings ein absoluter Path eingegeben werden und der Preloader ist das hier. Zu dem IPC Main da unten kommen wir gleich noch. Vorerst schauen wir uns erstmal das mit der Context Bridge an, denn über den IPC Renderer und IPC Main kommunizieren der Renderer und der Main nun mal miteinander. So, über die Context Bridge kann ich über die Funktion Expose Main World einen API-Key festlegen. Hier als Beispiel habe ich Electron API genommen und kann dann sagen, was ich da aufrufen kann. Wir haben Clicked mit Text und das senden wir dann. IPC Render ist nämlich ein Event-Emitter. Clicked mit dem entsprechenden Parameter. Wenn das geklickt wird, dann will ich auf der Konsole, die ich hier oben mir erholen kann, dementsprechend einen Text ausgeben, wo unser Parameter noch mit da drin ist. Ansonsten kann ich auch Invoke aufrufen, um Daten vom Backend mir rüberzuziehen ins Frontend. Heißt, über IPC Main Handle und dann wieder denselben Namen wie hier oben, weil das ist das Event, was wir weiterschicken. Holen wir hier in dem Fall einfach nur einen Text zurück und zwar Pong. Die Index.html, die ist jetzt nicht so besonders. Das Wichtige hierbei ist, dass wir unsere Frontend-Logik, in dem Fall Renderer.js, hier unten als Script-Tag mit reinnehmen. Das sieht dann wie folgt aus. Wir haben hier nicht wirklich was Außergewöhnliches, sondern wir haben nur Event-Listener auf zwei Buttons, wo dann über das Window und dann kommt der API-Key, den wir festgelegt haben mit der Context-Bridge und dann was passieren soll, und zwar hier in dem Fall, wir rufen Clicked auf, das wäre das hier, und unten haben wir, wir awaiten tatsächlich, weil das Async ist, get Pong und holen uns Pong. Wenn ich das Ganze jetzt einmal ausführe, dauert das ein wenig, aber Sie sehen, wenn ich jetzt hier auf Click Me klicke, schauen Sie bitte auf die Konsole, ich klicke auch öfters drauf, Button Yasun was clicked. Yasun habe ich weitergegeben, hier. Wenn ich das dementsprechend ändern würde, würde es auch einen anderen Wert bekommen. Und wenn ich Ping sage, steht dann hier Pong. Das ist so das einfachste Beispiel, was ich Ihnen hier zeigen kann. Ansonsten schauen wir uns auch hier zum Beispiel die Notification an, die Electron mit einer nativen API quasi zur Verfügung stellt. Den Preloader und Main
ja, Index.html tun wir erstmal weg. Sobald diese App ready ist, erstellen wir wieder ein ganz normales Fenster und dann schauen wir erstmal nach, ob dieses Betriebssystem die Notifications supportet, was in meinem Wissensstand tatsächlich überall passiert, hauptsächlich auf Linux, macOS und Windows. Und dann haben wir hier quasi Title, Hello World, Nice to see you als Subtitle und Body. Und das wollen wir direkt, wenn wir das Fenster auch zeigen, dementsprechend einmal zeigen. So, wenn ich jetzt hier auf Run klicke, bin ich, glaube ich, leider noch im Nicht-Stören-Modus, aber man sieht es hier oben, ich habe eine Notification bekommen und die Notification hat auch Events, die eintreten können. Und zwar kann ich unter macOS zum Beispiel auf diese Notification jetzt antworten. Zum Beispiel Hello. Und dann sehe ich, ich habe eine Reply bekommen von Hello. Was auch gut ist, sind zum Beispiel Dialoge. Dialoge ist nämlich auch eine native API, die Electron zur Verfügung stellt. Hier in dem Fall werde ich direkt gezwungen, in einem File-Chooser, der vom Betriebssystem zur Verfügung gestellt wird, ein Bild oder eine sonstige Datei auszuwählen. Ich wähle hier mal das Logo von Yasun aus und kann auf Öffnen klicken und dann sehen wir, es wird mir hier angezeigt. Und das Ganze passiert sehr einfach. Wir brauchen nur einen Try-and-Catch-Block, weil da kann ein Error tatsächlich geworfen werden. Ansonsten gibt es das Modul Dialog und da sagen wir einfach Show Open Dialog. Wir können auch einen Show Save Dialog machen, um eine Datei zu speichern. Sagen, auf welchem Window das passieren soll und dann dementsprechend die Properties, Open File und sonstige, die es gibt. Jetzt stellt sich hier tatsächlich dann noch die Frage, ja, Moment. Sollte man Electron benutzen? Zur einen Seite, wir haben eine Plattformunabhängigkeit. Ich kann meine vorhandene Webanwendung einfach rüberschreiben, umschreiben, damit sie auf dem Desktop funktioniert. Und habe ich sie einmal geschrieben, so funktioniert sie auf macOS, Windows, Linux, was auch immer. Es hat ein einfaches Deployment und es hat ein flexibles UI-Design, weil ich kann nur anhand von HTML und CSS eine Desktop-Anwendung quasi erstellen. Allerdings, weil Electron auf Node.js und Chromium basiert und ich glaube, Chromium ist sehr berühmt dafür, sehr viel RAM zu verbrauchen, haben wir das hier auch. Eine ganz normale Anwendung, die Hello World anzeigt als Text, ist, glaube ich, um die 60 MBs groß und das nur, weil komplett Chromium mitdeployed wird. Somit hat es einen großen Speicherbedarf. Also für kleine Anwendungen weiß ich nicht, ob ich das wirklich empfehlen würde. Und das Weitere, ich weiß nicht, ob ihr jetzt drauf geachtet habt, aber wir sind mittlerweile bei Electron Version 34. Das liegt auch unter anderem daran, dass es sehr viele Sicherheitsupdates von Chromium gibt und die immer schnell mit implementiert werden müssen. Und jetzt frage ich Sie, erobern Webentwickler den Desktop?